So, und das nehmen wir dann oben hier. Alles raus. Ach, hier sind die Cages. Gut. Stimmt. So, hier nehmen wir raus. Bins. Bags und Large Pots Food Storage. So. So, und hier oben kommt dann ein Cloth-Stockpile hin. Alles, was Cloth ist. Stimmt das auch? Alles, was Cloth ist? Ja. Das heißt, wir können den hier. Das Cloth wegnehmen. Und hoffen, dass alles verstaut wird dort. Okay, ich ändere das doch ein bisschen um. Bags nehmen wir wieder raus. Bitte. Und packen Sie dann doch hier drüben dazu. Bags, so. Equipment sieht so la la aus. Ich sollte jetzt langsam auch mal wieder anfangen. Achso, das wird gemacht, gut. Es wurde mal wieder gecancelt. So, Türen sind komplett. So. Und hier können wir auch mal die Stufen
deine wegräumen. Oh, und ich habe hier eins zu viel weggemacht. Ups. Und hier auch. Ja, das werden Pillars. Oder habe ich das wirklich als Pillar? Egal. Mal gucken, wie das aussieht, wenn ich dies move, ob das dann auch Pillars werden. Interessant, bis jetzt. Oh. A wild force of darkness has arrived. Ich weiß nicht, wie ich Alarm auslösen kann. Ich kann nur meine Lever pullen und hoffen, dass keiner draußen ist gerade. Okay, wir haben Snatcher und wir haben alles Mögliche. Haben wir jemanden, der missing ist gerade? Oder haben es alle reingeschafft? Ich hoffe mal, es haben alle reingeschafft. So, wen haben wir denn da an Feinden? Crossbowman und Bowman, okay. Okay, dann bewegen wir jetzt mal meinen Squad. Hier hin. Die sind auch alle schön mit Bolzen ausgerüstet. Die jagen immer noch meine Tiere.
Hä, ist das Siege vorbei? Okay, ich merke, wir müssen auf jeden Fall die Verteidigungsanlagen verbessern. Also, euch cancel ich mal die Order. Ihr könnt wieder eurer Arbeit nachgehen. Somebody is fighting, okay. Mein Blacksmith ist mad. Wo ist er denn? Steht er hier gerade irgendwo? Nö, der ist einfach nur mad. Running around babbling, okay. Das heißt, wir können die Tore wieder öffnen. Ja, im nächsten Schritt sollte ich mich dringend mal um bessere Verteidigung kümmern. Habe ich hier nicht gesagt, ihr sollt die Bags wieder mit... Oder habe ich... Oder nehmt ihr sie nicht dahin, hä? Also ich sollte natürlich sagen, All Type Bags. So. Das könnte helfen. Oh, sehr schön, die Cabinets sind fertig. Dann platzieren wir die doch mal. Furniture. Ja. Furniture Cabinets werden benutzt, um Klamotten zu verstauen, was irgendwie Sinn ergibt. Dass die nicht einfach so in Truhen gepackt werden. In Truhen werden dann andere Sachen reingepackt. Wie Nahrung. Was irgendwie auch keinen so großen Sinn macht. So. So, mehr haben wir erstmal nicht. So. Und ja, die sehen ein bisschen anders aus als die
Blockpillars. Na ja gut, versuchen wir mal was anderes, dass das ein bisschen einheitlicher aussieht. Construction Wall. Select Material, ja. Schalk. 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 Und Schalk. Mal sehen, was passiert, wenn ich komplette Schalkblöcke nehme. Oder wird das einfach bloß auseinandergehalten, damit man sieht, dass das hier... Naja, egal. Oder habe ich mich wieder vertan gerade eben? Ich glaube, ich habe schon wieder aus Versehen Schaltblöcke genommen. Also nochmal weg mit den Dingern. Dann versuchen wir es gerade nochmal. Okay, jetzt wird's langsam, aber sicher eng wie im Trinken. Das hat für mich jetzt Top Priority, dass sie mir trinken macht. So, dafür könnt ihr mir auch noch Sachen gathern, vielleicht. Okay, jetzt haben wir langsam Platz und wir haben mehr als genug Bins und Barrels im Augenblick, dass wir keine neuen brauchen. Ich habe immer noch dieses Jagdfett. In dem Augenblick haben wir wirklich keine Plans mehr. Gut, wir haben jetzt gerade auch das Problem, dass Winter ist. Okay, jetzt nochmal. Oh nein, es war dann wirklich die richtigen. Hehehe. Also, gut. Schalk. So, wenn ich wirklich nie was Material mache, dann... Sollte das auch richtig gebaut werden? Und ja. Es ist mal wieder an der Zeit für den Cut. Also, Save Return to Title.
Dinge, die wir in Zukunft besser machen müssen. Ich merke, ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich komme langsam wieder rein. Und bis jetzt läuft unsere erste Siedlung hier. Ja, wir haben schon ein paar Angriffe überlebt. Einfach weil der Feind vorbeigezogen ist. Ah ja. Wir sehen uns gleich wieder.